Wow, jetzt hat sich der Professor in der Lehrveranstaltung heute abfällig über Frauen geäußert. Letztes Mal war auch ein unpassender Kommentar über homosexuelle Paare dabei. Finde ich absolut nicht okay. Aber was ich als Studentin da machen kann, weiß ich auch nicht. Schließlich will ich nicht durchfallen. Die anderen hatten auch keine Idee, als wir das letzte Mal über ihn und seine Kommentare gesprochen haben. Mal schauen, ob ich auf der Webseite meiner Hochschule irgendwas finde. Wenn es um sexistische, rassistische, klassistische oder andere unangebrachte Kommentare von Lehrenden, Hochschulmitarbeitenden oder KollegInnen geht, dann finden Sie meistens unter der Beschreibung der Organisation passende Abteilungen oder Ansprechpersonen. An österreichischen Universitäten sind das zum Beispiel die Arbeitskreise für Gleichbehandlungsfragen sowie die Einrichtungen für Gleichstellung, die alle unterschiedlich heißen. Auch an Fachhochschulen finden Sie entsprechende Services oder Einrichtungen. Achten Sie auf Begriffe wie Gleichbehandlung, Vielfalt, Diversität, Gender, Diversity oder Diversitätsmanagement, um passende Ansprechpersonen zu finden. Für Studierende gibt es zusätzlich auch die studentische Selbstvertretung bzw. studentische Interessensvertretung als Anlaufstelle. In Österreich nennt sich diese studentische Vertretung Österreichische Hochschülerinnenschaft. Studieren mit einer physischen oder chronischen Erkrankung. Wow, darüber habe ich mir eigentlich noch nie Gedanken gemacht. Ob in einer meiner Lehrveranstaltungen Studierenden mit chronischer Erkrankung drin sind oder welche mit einer Behinderung oder Beeinträchtigung. Nur weil mir noch niemand aufgefallen ist, heißt es ja nicht, dass es nicht vorkommt. Vieles ist ja nicht sichtbar. Aha, hier wird auf das Zentrum Integriert Studieren verwiesen. Die Webseite schaue ich mir gleich mal näher an. Handreichung für inklusive Lehrer. Das klingt interessant. Ja, 2/3 weisen Beeinträchtigungen auf, die nicht sichtbar sind. In der ersten Einheit des Semesters Privatsphäre wahren, persönliche Kontaktaufnahme anbieten. In einem persönlichen Gespräch etwas über die Bedürfnisse der Studierenden herausfinden. Kommunizieren Sie möglichst ohne nonverbale Signale. Sorgen Sie für Ruhe im Hörsaal. Sprechen Sie zu den Studierenden. Interaktive Elemente fördern die Konzentration. Nutzen Sie das Mikrofon. Stellen Sie schriftliche Unterlagen in digitaler Form zur Verfügung. Sie finden ähnliche Angebote an anderen Universitäten, beispielsweise unter Team Barrierefrei, in Form einer Behindertenbeauftragten, im Behindertenreferat, in der Servicestelle für Menschen mit Behinderung und/oder chronischer Erkrankung, in Disability and Diversity, TU Barrierefrei, in der Servicestelle Barrierefrei studieren, in der Stabsstelle zur Betreuung von Menschen mit besonderen Bedürfnissen, im Institut Integriert Studieren, in der Stabsstelle Gesundheitsmanagement, Sicherheit und Barrierefreiheit. Also ich bin voll zufrieden mit der Vorbereitung unserer Präsentation für nächste Woche. Wir haben berücksichtigt, alles barrierearm zu gestalten und auch sprachlich die richtigen Personenbezeichnungen zu verwenden. Ja, ich finde es ja auch voll gut gelungen und ich freue mich schon auf die LV-Einheit. Ich habe so viel von euch lernen können. Chris, woher hast du eigentlich dein ganzes Wissen? Ich habe letztes Semester eine coole Lehrveranstaltung gemacht, wo wir verschiedene Themen sowie Rassismus, Klassismus und Sexismus auch behandelt haben, diskutiert und analysiert haben. Da habe ich sicherlich einiges mitgenommen für mich. Ja. Cool. Okay. Und wie findest du immer diese coolen LVs? Ich studiere Gender Studies und da haben wir wirklich ein breites Angebot und da analysieren wir und diskutieren wir ziemlich viele alltagsrelevante Themen.
Aber ja, zusätzlich zu den ganzen Pflichtfächern mache ich auch ein paar Wahlfächer. Das ist das Coole bei unserer Uni, dass es da sehr viel Angebot gibt. Aus den Fächern Soziologie, Europäische Ethnologie, Global Studies, Politikwissenschaften und Pädagogik. Dann gibt es noch die Ethik. Also da gibt es wirklich ein breites Angebot eigentlich aus Fächern. Okay, cool. Checken Sie das Studien- und Lehrveranstaltungsangebot Ihrer Hochschule. Verwenden Sie für Ihre Suche konkrete Begriffe wie Rassismus, Sexismus, Klassismus, Intersektionalität, Gender, Race, Klasse, Critical, Macht, Ungleichheit, Diversität oder Kritik. Aber Mina, du bist ja inhaltlich auch top beieinander. Woher findest du deine ganzen Inhalte? Also ich bin schon vor einiger Zeit auf das interne Weiterbildungsangebot an unserer Hochschule aufmerksam geworden. Die meisten Workshops und Vorträge gibt es leider nur für Mitarbeitende, aber bei ein paar sind auch dezidiert Studierende erwünscht und da habe ich dann einige besucht. Zum Beispiel habe ich in einem gelernt, sicher und selbstbewusst an der Hochschule zu sprechen und ein anderer war zum Thema Sexismus und sexuelle Belästigung. Da haben wir Handlungsmöglichkeiten ausprobiert und so viele Beispiele durchbesprochen, dass ich jetzt Sexismus im Alltag viel besser erkennen kann. Okay, aber wie finden wir jetzt diese Angebote? Zum Beispiel auf den Social-Media-Kanälen oder den Websites der Studierendenschaft oder studentischen Selbstvertretung. Danke für den Hinweis, Hermina. Ich bin ja studentische Mitarbeiterin und kann daher auch das Weiterbildungsangebot für Mitarbeitende nutzen. Ich glaube, es gibt sogar eine Website, auf der alle Weiterbildungen für Mitarbeitende gebündelt sind. Da werde ich gleich mal nachschauen. Mhm. Gute Idee. Voll. Ja, cool. Checken Sie als Student oder Studentin die Aktivitäten Ihrer Selbstvertretung, zum Beispiel vor Ort, auf der Webseite oder Social Media. Studierendenvertretungen organisieren immer wieder Trainings und können bei Fragen bezüglich Weiterbildung weiterhelfen. Checken Sie als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin Informationen der Serviceeinrichtungen für Gleichstellung, der internen Weiterbildung, der für das Personal bzw. Personalentwicklung zuständigen Einheiten, der Zentren für Schlüsselkompetenzen und ähnliche. Okay, dann packe ich zusammen und wir sehen uns dann spätestens nächste Woche in der Lehrveranstaltung. Ja, absolut. Schönen Nachmittag noch. Ja, ebenso. Baba, bis nächste Woche. Tschüss. Ja, bis nächste Woche. Baba.